Zwei Folgen hast du fertig? Ja, ist ja gut, Musik. Oh, bitte lass mich. Hey, tschüss. Wie kommt denn der Fette überall hin, wo ich auch bin? Es speichert schon. Es speichert, speichert, speichert überall. Och nee, der hat auch einen Knüppel. So, ah, cool. Ich werde dran verfolgt. Komm so weiter. Zack, wieder verfolgt. Ja, wenigstens hat es wenigstens hat's gespeichert, ne? Ey! Ah. Wo lang? Nein, nicht da! Oh Mann! Ey, wo soll ich denn lang, hä? Cool, komm ich auch nicht durch. Cool. Get back! Ja. Hallo. Kannst du mich töten? Ich komm nicht. Ist das geplant gewesen? Man hat jetzt verloren. Habt ihr Brotchips geholt? Ey, du bist fett geworden, weißt du das? Brauchst mir jetzt noch nicht so grimmig angucken mit deinem einen Auge, ey. Lass mich umbringen? Nein, ich will eigentlich nicht beenden. Ja, gut. Versuchen wir es einfach nochmal. Fortfahren. Gepäck! Ah, komm. Oh, da liegt eine Batterie. Aber ich hab... Oh, scheiße! Ich will die Batterie. Ich will die Batterie. Ich will sie. Ich krieg sie. Danke. Okay, weiter. Okay, jetzt weiß ich, wo lang. Also jetzt hier rechts und dann hier links und dann hier wieder links und dann hier links. Hä? Der stand da eben nicht da. Hä? Warum hat er auch einen Knüppel? Hä? Was ist hier los? Warum, wo ist der andere hin? Der verfolgt mich gar nicht mehr. Gut, I think we did a pretty good job so far. Da sind wir jetzt einmal nach oben gekommen, ne? Und jetzt geht's wieder tiefer rein. Hashtag Warbucks dann, DBD. Na gut, aber das Spiel ist auch ein wenig älter schon. Zumindest wurde es nicht mehr gepatcht. Ey, der sah aus, als hätte er eine Zwangsjacke an. Dann laufen wir ihm doch einfach mal hinterher. Was sind das eigentlich für Zapfen da? Kalk wahrscheinlich, ne? Lecker. Hier könnte auch mal wieder jemand sauber machen. Hört sich jetzt auch nicht ganz so schön.
Alter. Alter, ist das eklig. Ja. Der Manstruct. Dachte, du wärst Prinz. Schade, dass dazu ist. Erstmal nachschließen, ne? Festmahl für die Fliegen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Ich weiß ja nicht. Klingt oder sieht zumindest nicht ganz so aus wie ein Weg nach draußen. Aber naja, wir liegen zumindest noch nicht dabei. Noch nicht, ne? Erreiche das Hauptgeschoss über die Männerstation. Okay. Ah. Um zu schieben. Ah, ah. Hallo? Ach, gedrückt. Ja, Profi. Ist das der eben vor mir gerannt ist, oder rennt der mir gleich hinterher? Oder? Sieht das aus? Sag mal, ist hier Vater Martin überall auch lang gegangen? Er meint ja, ich soll den Blutspuren folgen. Kennt er sich ja so gut aus, oder hat der das ganze Blut hier hinter sich hergezogen? Das wüsste ich jetzt auch mal gerne, weil dann würde ich dem eigentlich ungern weiter folgen. Aber wir haben ja keine andere Möglichkeit. Geht da lang. Und dann wir mal, was hier ist. Ah. Ein Stuhl. Finger first, then Bales, then Tongue. Was sind denn Bales? Geplante Folter. Je weiter ich fliehen möchte, desto tiefer dringe ich in diesen gottverdammten Ort ein. Es ist wie ein Kampf gegen eine Teergrube. In diesem Keller wurden Leute gefoltert. Mit Methode. An der Wand steht geschrieben, Finger zuerst, dann die Eier, dann die Zunge. Die Folter wird von jemandem angeleitet. Er gibt Anweisungen. Ja, danke Flo. Kann ich mir dann gerne mal angucken. Aber erstmal, ja, mit Outlast durchgezockt. Und dann gibt es ja auch noch Outlast 2, ne? Und Outlast Whistleblower und solche Sachen. Also da werden wir, glaube ich, noch ganz gut was von haben. Ich schaue erstmal hier hin. Das schaue ich sicher nicht. Ich schaue erstmal hier oben kurz. Sah so aus, als würde es hier weitergehen, ne? Nee, tut's aber nicht. Ich habe mich einmal im Kreis gedreht. Ja, das macht natürlich immer Freude, gegen Türen oder in Türen reinzugehen, wo dran gebollert wird. Okay, da scheine ich gleich rein zu müssen. Okay, der wird hoffentlich nichts tun. Mal hinter mir. Ich mach lieber auf. Ja, mach ich lieber auf, weil wenn da schon geknüppelt wird, dann werde ich gleich rennen müssen. In dem Sinne. Schieb, was es zackelt. Hallo. Wer hat denn da gepoltert? Klopft jemand an und mache ich auf und keiner da. Typisch. Immer diese Rotzgören. So. Dann schauen wir doch mal. Ach,
Scheiße, was ist das denn? Ist ein kurzes Spiel und free to play, okay. Ja, aber erstmal möchte ich zumindest Outlast 1 auf jeden Fall fertig kriegen. Okay, da ist eine Batterie, die holen wir uns gleich. Erstmal können wir hier. So gesund aus. Der sieht noch weniger gesund aus. Zumal der gar keine Fleisch mehr an den Knochen hat. Okay, die Akte nehmen wir zuerst, dann holen wir uns die Batterie. Und dann geht's da hoch. Krankenbericht von Rick Traeger. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin nochmal ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Dinge erst. Ich lerne die ganzen Erstkniffe noch? Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Erstkniffe noch. Okay. Ich lerne die ganzen Kniffe erst noch. Wie auch immer. Jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Projekt Warrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues. Ja. Deutsch on point, da sagst du was, Flo? Gut zu wissen. Ist das Körper geworden? Ja, schon. Ich wollte nur noch die Batterie holen und dann bin ich auch schon weg, ja. Alter, wenn ich hier weiter vorstehen bleibe, wird er dann lauter? Der gute Rick Traeger. Das war wahrscheinlich der, der da auf dem Bett lag, oder? Der ist doch logisch, Flo. Und wie das der Raum ist, wo der Typ gerade gefesselt saß. Oh nein! Schieb doch schneller! Hier ist nicht. Okay, dann sag mir mal Bescheid, wenn ich Rick Traeger begegne. Ja, könnte mein Bett heute Nacht sein, wenn ich von diesem Spiel träume. Alter, kann die Musik jetzt mal aufhören oder werde ich gleich weiterverfolgt? Oh nee. Nur wissen, ob die zu geil sind. Oh, geh bitte. Ich wollte auch nur wissen, ob die Tür aufgeht.
sollte, wenn ich verfolgt werde, einfach gehen. Einfach nur abzugehen. Okay, das machen wir jetzt. Das ist eine sehr gute Idee. Tschüss. So, zack. Durch hier. So, tschüss. Schon wieder nötig. Ja. Okay, weiter geht's. So, ist noch nicht weit. Alter, immer noch nicht weit genug. Okay, okay, ich geh schon. Tschüss. Ja, willkommen in der Leichencover. Oh, hallo Akasha, ich grüße dich, na? Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Lang nichts gesehen oder gehört. Ah, da kommt trotzdem rein. Würde ich hier gerne ein bisschen schauen. Okay, ich schaue mich doch nur ganz schnell um. Ich schaue mich ganz kurz nur um, ist mir nicht weg. Okay, okay, tschüss. Hä? Hä? Kann man natürlich auch so machen. Wie vibriert das denn hier die ganze Zeit? Och nee. Alter, wie lang denn noch? Aua. Hey! Du blockst mich! Also so langsam, ne? So langsam nerve ich mich ja selber. Nee, Franco ist leider nicht da. Der wollte eigentlich vorhin mitspielen, aber der ist da nicht dazugekommen. Und jetzt spiele ich Outlast. Also der war heute auch gar nicht am Start. Ja, ich weiß, ich will halt überall hin, aber ich weiß halt eigentlich auch, dass sie zu sind. Ja. Bodybloggen, ja? Das finde ich auch unverschämt. Okay, ich mache es jetzt einfach so, wie es geplant war, ja? Einfach den Blutspuren folgen. So, zack, hier, auf, zu, zack, Bums. So, zack. Ja, ich bin das unten rechts. Also eigentlich ist das mein zweites Ich. Ich habe zwei Persönlichkeiten. Das hier ist mein Outlast-Persönlichkeit. Und die andere Persönlichkeit ist, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt sehe. Kommt da mit Sicherheit, aber ja. Und... Ihr Penner. Meinst du, da kommt nichts, wenn ich verfolgt werde? Ja, okay, okay, merke ich mir. Merke ich mir für die Zukunft. Wo denn? Hier ist das Blut. Hä? Hier geht doch Blut lang, da soll ich doch durch. Heißt doch immer Follow the Blood. Okay. Echt jetzt? Och Mann, ey! Das kann doch nicht wahr sein! Geh doch! Doch, soll ich den noch verrecken? Ah, hier rein! Who's down there? You're not one of them, are you? Quick, get in the dumbwaiter if you want to live!
Lasst euch. Wo soll ich denn hin? Och nee. Hey. In den Speiseaufzug? Da konnte ich doch nicht rein. Okay, try number two. So, hier rüber. So, zack. Okay. Hier rein. Hier lang, hier rüber. So. Zack. Who's down there? You're not one of them, are you? Quick, get in the dumb waiter if you want to live. Ja, dann. God damn it! You're in chase here, buddy. Hey, you're that bullshit priest guy, aren't you? His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah, blah. Healthier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Mach mal eben die Facecam aus, damit das alles schön sichtbar ist, ne? Okay. Wissen. Sieht schön aus. You know, I love the mountain air up here. Alter, es geht raus da. Take a stroll. Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. Okay, dann mach ich's wieder an. Right. Nose to the grindstone, I like that. Okay, then. This way. Können Sie sich bitte etwas an Ihren Hintern machen? Bitte? Und jetzt? Ja, immerhin folgt er auch den Blutspuren, ne? Ja. Schiller liegt auch da. We're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of looking at my own stairs. Noch mehr Blut. Wesen, Blut. Here we are then. And it'll give us a chance to talk. Och, Kollege. Also, ich hab dich eben um was gebeten und jetzt stellst du dich. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier than thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. Können auch reden. It's understandable. Many people get scared. There's like to turn to God as anything else. I mean, God died with the gold strength. We're on to a more concrete. Should it? You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all the money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Let's put it out. You believe. You
paying attention? Alter, was ist bei ihm denn kaputt? Ey! Better, right? Here's how we cheat here. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Da. Bitte was? Okay, jetzt kann ich shaken. Okay, Flo, weiß Bescheid. Aber Hauptsache. Hauptsache erstmal die Kamera, ne? Er speichert. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, was er jetzt machen will. I'm here for you. I'll give you very special attention. Ching. Alter. Psycho. Fuck! Fuck, really? You aren't gonna walk on me? If there's one thing I cannot goddamn stand, it's a queer! Come on! Er meint, glaube ich, uns. All right. All right, you can figure this out. All right. Let's solve some problems. Der Doktor deines Vertrauens, okay. Okay, gut zu wissen. Also er ist auf jeden Fall nicht dumm. Aber hat einen Lederarsch. Kannst du jetzt bitte auch gehen? Oder läuft jetzt die ganze Zeit in diesem Raum rum? Er läuft anscheinend nur noch in diesem Raum rum. Versucht gleich mal durch die Tür dazu kommen, wenn er auf der anderen Seite ist. Das erklärt einiges, wenn das der Doktor deines Vertrauens ist. Ja, ich zeug heute nur noch Outlast, Akasha. Ich gehe auch bald, hau mich bald hin. Ich glaube, Ali ist ganz schön müde. Ich denke mal so eine Stunde oder so mache ich noch und dann, oder 20 Minuten und dann werde ich auch mich hinhauen. I'm a closer. That's who I am. Direkt vor seinen Augen hier rein. Yeah.
nicht lang. Tschüss. Das ist ein Schlüssel notwendig. Natürlich ist ein Schlüssel notwendig. Mann! Wie, ich kann nicht einfach schlafen gehen? Na klar kann ich schlafen gehen. Wir sind doch schon ultra weit gekommen heute. Machen wir das jetzt mal. Gucken wir hier. Echt jetzt? Cool. Haben wir einiges gerade geschafft. Alter, diese Hand, ne? Ist auch in Ruhe. Ach du Kacke. Nehme ich jetzt unten weg. Buddy! Na, ich kann mich da drin nicht verstecken. Sag, du wirst nicht kriegen. Aber er ist weg, ne? Oh, er ist doch nicht weg. Aha. Ach doch. Da ist noch alles rein. Der ist weg, oder? Wo muss ich denn jetzt hin? Oh ja, hier, hier, hier. Aber da war doch eine Tür. Ich will doch die Tür noch sehen. Nein, er ist hinter mir. Er hat mich sowas von. Er macht sie ernsthaft langsam auf. Der Vollhorst. Rennen, 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 rennen. Oh, er ist so knapp hinter mir. Okay, da hinten komme ich auf jeden Fall weiter. Bitte hör mich jetzt nicht mehr. Boah, mein Puls.
I need you to be working with me here, buddy. You did it. Wann die Tür? Da hinten, oder? Okay. Wo war denn die Tür? Aha. Nicht hey, da. Nobody likes a quitter. Einer mag dich. So. Okay. Da haben wir jetzt... medizinische Erstversorgung, ne? Wie gesagt, bloß Doktor seines Vertrauens. Hier haben anscheinend schon einen hier gekotzt. Und einige hatten Dünnschiss. Und die stehen anscheinend auf Klos ohne Klo. Okay, es war hier gar nichts. Es war nur diese eine Stelle, wo wir gleich durchkommen, wo ich eben das Teil weggeschoben habe. Gut, das versuchen wir. Wenn er weg ist, da reinzukommen. Und dann, hoffentlich finden wir dann die Karte, der wir dann zum Aufzug können. Glaube ich nicht mehr hier, oder? Alter, wie soll ich denn gleich schlafen, bitte? Wie ist der Speicherpunkt? Das ist vorbei. Für heute. Nämlich fertig. David Annapurna an hresources.us.workofcorporation.lu betreff Antrag auf Versetzung. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. War mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Freundlichen Grüßen, David Annapurna. Das war wohl möglich seine letzte E-Mail, die er geschrieben hat. Die haben ihn ins Team aufgenommen. Fliegt er durch oder kommt er dann wieder? Er kommt doch mit Sicherheit gleich wieder. Wie viele Betten wir hier sind. Es regnet, es regnet. Dank.
müssen wir anscheinend da durch. Okay. Ein Schlüssel. Frage ist nur... Ist alles verrammelt. Wie kommen wir denn weg? Weil der wird doch mit Sicherheit jetzt wiederkommen. Weiß ich. Das war's. Es war doch so klar. Es war doch so klar. Ja, wenn ich hier sterbe, ne? Dann müsste ich alles nochmal machen. Dann einfach. Einfach nur noch raus, ja? Okay, Schlüssel. Ja! Ja! Oh. Nee. Och nee! Macht er was? Ach, oder? Erstmal eine Nachricht, ne? Die Herstellung von Traeger. Schritt 1. Drücken. Bye bye, Rick Traeger. Ja, ja, locker werde ich ein bisschen Blower spielen, auf jeden Fall. Der hängt nach unten. Die Haare fliegen nach oben. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Noch nicht zensiert. Und es speichert auf dem Hintern des Doktors. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Einiges passiert. Wir waren im Keller, in der Kanalisation. Wurden von dem Fetten dreimal verfolgt. Sind mehrfach gestorben. Wurden von einem Doktor verfolgt. Haben einen Doktor umgebracht. Und dieses nice Bild zum Abschluss. Ja, und ansonsten sind wir einfach nur K.O. Ich bin echt fertig, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Von daher werde ich jetzt das Video und den Stream beenden. Und entweder spiele ich am Wochenende weiter, das weiß ich noch nicht. Das werde ich dann im Discord und auf Facebook nochmal schreiben. Und ansonsten sollte es Montagabend weitergehen. In dem Sinne verabschiede ich mich, wünsche allen eine gute Nacht. Haut rein und ja, immer dran denken, ne? Tragt die Hosen, sonst wird mein Video gestrikt. In dem Sinne, tschüss!